Aktuell die Kalaguya, Freitagmittag, 12.30 Uhr, 23. Oktober. Ein ganz klein bisschen Wind, ein ganz klein bisschen Wellengang, aber nicht viel. Und es ist hier ganz entspannt. Hinten im Hintergrund seht ihr noch das Sicherheitshäuschen, was mit den Lifeguards besetzt ist. Es sind hier vielleicht maximal 70, 80 Personen hier am Strand. Die ganzen Strandhäuschen sind alle schon abgebaut worden. Keine Liegen mehr. Es gibt ein paar Unentwegte, die am Schwimmen sind. Wassertemperatur, muss ich euch sagen, im Moment roundabout circa 22, 23 Grad. Und das Dunkle, was ihr hier vorne seht, das sind von dem letzten Wellengang und von dem Sturm, den wir gehabt haben, das abgestorbene Poseidongras, was sich aber das Meer in seiner unnachahmlichen Art dann auch irgendwann wieder selber wegholt. Ansonsten ist hier von dem Strand her nicht viel passiert, im Gegensatz zu der Son Moll, wo der Wind und insbesondere natürlich auch das Wasser und die Wellen richtig dran gezehrt haben. Hier ist alles gut und ja, fühlt euch einfach mal ein bisschen mitgenommen mit den Dingen, die Monika euch hier gerade zeigt. Schaut euch die kleinen Wellen an, es ist schon eine tolle Geschichte und wie gesagt, 23. Oktober, alles noch in Ordnung hier. Vielen Dank, tschüss zusammen.